Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole hier in Mae Win im Norden von Thailands. Für diese Einheit brauchst du lediglich einen Yoga-Gürtel und einen Block, ansonsten keine weiteren Materialien. Diese Einheit ist perfekt für Yoga-Anfänger und Beginner geeignet und sehr gut und wohltuend nach einem langen Arbeitstag. Diese Einheit wird gesponsert von meiner Niyama Academy. Wenn du auch einmal Lust hast, Online-Yoga mit mir und anderen Lehrern live via Zoom zu praktizieren, schau vorbei auf www.niyama.academy und jetzt lasst uns beginnen. Wir starten in der Rückenlage. Lege dich dazu einmal ganz flach auf deine Matte. Deine Beine sind leicht geöffnet, deine Arme liegen mit etwas Abstand neben dir. Deine Handinnenflächen sind nach oben gerichtet. Schließe deine Augen und nimm dir zunächst ein paar tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen, um dich zu erden, um zur Ruhe zu finden. Sehr, sehr gerne stell dir vor, wie du mit jeder Ausatmung all den Stress des Alltags, all die Dinge, die du nicht mehr brauchst, von dir abgibst. Mit jeder Einatmung holst du dir mehr Ruhe und Leichtigkeit für deinen Körper, aber auch für deinen Geist. Und nun atme erneut ganz tief durch. Beginne deine Finger und Fußzehen zu bewegen. Nimm deine Arme über Kopf und streck dich einmal so richtig aus wie am Morgen nach dem Aufwachen. Wir holen als nächstes einmal beide Beine zu unserer Brust heran. Du kannst die Hände verzahnen, kannst aber auch deine Beine einzeln greifen. Gib dir auch hier Zeit zum Ankommen und wenn du magst, schaukel ein kleines bisschen von links nach rechts. Wir fahren fort mit kreisenden Bewegungen. Lege deine Hände auf deine Knie. Und mit beiden Beinen zusammen kreise gegen den Uhrzeigersinn. Kreise langsam und genussvoll und genieße, wie dieser Druckpunkt um deinen unteren Rücken herum wandert. Deine Unterschenkel und deine Füße sind ganz locker. Dein Gesicht entspannt. Kreise nun in die andere Richtung, kreise im Uhrzeigersinn. Gleiches Tempo, gleicher Genuss. Wenn du möchtest, schließe deine Augen, sei noch mehr bei dir, bei der ganz besonderen Zeit für dich, für deinen Körper und für deine Seele. Letzte Runde so. Und nun stelle deine Füße auf deiner Matte auf.
Greife einmal deinen Gürtel und lege den Gürtel über deinen rechten Fuß. Streck das rechte Bein nach oben Richtung Himmel aus. Rechter Fuß ist geflext, linkes Bein erstmal noch aufgestellt lassen. Wir holen das gestreckte rechte Bein zu uns heran, kommen in die Dehnung für die Beinrückseite. Wenn du möchtest, streck das linke Bein am Boden aus. Halte den Gürtel nicht zu verkrampft fest, versuch die Hände locker zu lassen, genauso den Bereich deiner Schlüsselbeine, deiner Schultern, dein Gesicht, dein Unterkiefer. Oftmals sind wir in der Übung hier zu verkrampft. Letzten Atemzüge. Und löse langsam die Dehnung auf. Wir machen das Ganze links. Den Gürtel einmal um den linken Fuß legen, linkes Bein zum Himmel gestreckt. Das rechte Bein ruhig noch aufgestellt lassen. Hol das gestreckte linke Bein sanft zu dir heran. Und wenn du möchtest, kannst du das rechte Bein lang am Boden ausstrecken. Achte auch hier wieder darauf, dass du den Griff sehr locker hältst, entspannt bist in deinen Schultern, vor allem auch in deiner Beinrückseite, in deinem Gesicht, in deinem Unterkiefer. Letzter Atemzug hier. Und nun befreie deinen Fuß, stelle beide Füße wieder auf der Matte auf und lass einmal deine Knie von links nach rechts zur Seite ab. Das muss nicht im Atemrhythmus geschehen, das darf schneller sein, das lockert nochmal unseren unteren Rücken und wenn du soweit bist, dann komm nach oben in die sitzende Position. Wir sitzen in Siddhasana, die Beine voreinander aufgestellt. Gerne auch leicht erhöht auf einem Kissen. Stell die rechte Hand einmal neben dir auf und den linken Arm ziehst du nach oben zum Himmel. Mit der Ausatmung neige dich nach rechts. Schiebe dabei die linke Hüfte nach unten Richtung Boden und spür die Dehnung vor allem zwischen deiner linken Hüfte und deinen Rippenbögen. Atme weiter. Genieß die Dehnung. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben. Wir machen die andere Seite. Der rechte Arm ist nach oben gezogen, holt dir Länge. Neige dich sanft nach links. Schiebe nun die rechte Hüfte Richtung Boden. Letzter Atemzug. Und mit der Einatmung komm langsam wieder nach oben zurück in die sitzende Position. Und von hier aus gehen wir weiter in den Vierfüßler. Stelle deine Knie unter der Hüfte auf, Handgelenke unter der Schulter. Weiter geht es mit Katze Kuh. Mit der Einatmung komm in eine sanfte Rückbeuge, mit der Ausatmung roll dich ein Katzenbuckel. Das machen wir immer im Wechsel. Einatmen in die Rückbeuge, ausatmen Katzenbuckel, Blick Richtung Bauchnabel. Spür die schöne Bewegung in deiner Wirbelsäule, spür die Dehnung und Streckung, die Aktivierung in deinem gesamten Rumpf. Noch eine Runde in Katze Kuh. Und nun machen wir ein ganz freies Katze Kuh. Beweg dich einmal vor und zurück. Dehn nochmal den ganzen Körper durch. Und komm zurück in die Ausgangsposition. Stelle nun deine Füße hinten auf, schieb deinen Po nach hinten und nach oben. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Deine Hände sind gut und weit aufgefächert, trete ein bisschen auf der Stelle, schieb im Wechsel rechte und linke Ferse zur Matte und bewege auch deine Hüfte mit von links nach rechts. Achte darauf, immer die Wirbelsäule als erstes schön in die Länge zu ziehen, lang im Rücken zu bleiben. Wir heben nun einmal das rechte Bein nach oben an, lass die Ferse zum Po fallen und dreh deine rechte Hüfte, dein rechtes Knie nach oben Richtung Himmel. Dein Blick geht unter der rechten Achselhöhle hindurch.
Als nächstes steige mit deinem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände, erde das linke Knie und auch den Fußrücken. Richte den Oberkörper auf, lass deine Hüfte einmal zu Boden sinken. Bleib trotzdem aktiv im Rumpf und zieh deine Arme nach oben Richtung Himmel. Heb dein Herz. Schnappe dir nun einmal deinen Block und stell den Block neben deinem rechten Fuß auf unter der linken Schulter. Stütz dich mit deiner Hand darauf ab, heb das linke Knie vom Boden weg, dreh den Brustkorb nach oben auf und der rechte Arm zieht Richtung Himmel. Drück dich dabei aktiv heraus aus deinem linken Arm, sei ganz stark. Dein Blick geht nach oben zu deiner rechten Hand. Wir strecken als nächstes das rechte Bein aus, sind in einer Variante des gedrehten Dreiecks. Aktive Arme, stabiler Rumpf. Noch einen Atemzug. Und dann bauen wir ab, beuge deine Beine, bring deine Hände zum Boden und schieb dich zurück in die Haltung des Kindes, Balasana. Lege deine Stirn auf deinen Händen oder auf der Matte ab. Atme durch und spüre nach. Mit der nächsten Einatmung roll dich einmal wieder auf in den Vierfüßler und von hier aus schiebe dich in den herabschauenden Hund. Streck dich hier noch einmal schön durch, mach dich lang. Wir gehen auf die andere Seite, heb das linke Bein nach oben an zum Himmel, Ferse fällt zum Po, öffne deine linke Hüfte zum Himmel, Blick unter der linken Achselhöhle hindurch. Schieb dein Knie so hoch, wie du kannst. Verliere nicht die Länge in der Wirbelsäule. Gleich geschafft. Und nun steigen wir nach vorne zwischen die Hände. Erde das rechte Knie, Fußrücken auflegen. Richte den Oberkörper auf in den Low Lunge. Zieh deine Arme zum Himmel. Hebe dein Herz sanft an. Bist aktiv bis in die Fingerspitzen, Schultern ziehen weg von den Ohren, breite und stolze Brust. Letzter Atemzug. Schnapp dir nun deinen Block, stell den Block unter der rechten Schulter auf, heb das rechte Knie ab. Und nun dreh den Oberkörper nach oben auf, linker Arm zieht zum Himmel. Drück dich aktiv aus der rechten Schulter heraus, hier nicht einsinken. Du machst das sehr gut. Nimm dich selbst und deinen ganzen Körper wahr. Strecke als nächstes dein linkes Bein langsam aus. Eine Variante des gedrehten Dreiecks. Dein ganzer Körper ist präsent und aktiv. Achtung, wir lösen auf, Blick zum Boden, Beine beugen, Hand zum Boden und steig wieder zurück in die Haltung des Kindes, setz dich ab, bring deine Stirn zu deiner Matte, durchatmen und nachspüren. Mit deiner nächsten Einatmung roll dich einmal erneut auf in den Vierfüßler und lass einmal deine Hüfte weiter nach vorne unten zum Boden absinken. Deine Fußrücken sind mattenbreit aufgelegt, dein Brustkorb strebt nach vorne, du drückst dich aktiv aus den Schultern heraus, Blick gehoben, wir sind in der Cobra Bhujangasana.
Bring dein Kinn zum Brustbein und roll dich sanft wieder ein, schieb dich zurück in die Haltung des Kindes. Wir gehen erneut in eine Rückbeuge, diesmal in den Seehund. Zieh deine Arme lang nach vorne heraus, roll dich wieder auf und lass die Hüfte erneut nach unten sinken. Und diesmal stell deine Hände etwas weiter vorne auf, deine Hände mattenbreit geöffnet. Sehr gut. Bleib trotzdem aktiv im Rumpf, hier nicht einfach nur durchhängen. Wir sind bewusst in unserer starken Rückbeuge. Blick nach vorne. Und lass dich zum Boden ab. Bau dir ein Kissen für deine Stirn. Leg den Kopf darauf auf. Durchatmen. Letzter Atemzug hier. Dann zieh einmal deinen linken Arm nach oben heraus und roll dich über deine linke Seite auf deinen Rücken. Stell deine Füße am Boden auf, greife mit deiner rechten Hand einmal das linke Knie und schiebe deine Beine vorsichtig zur rechten Seite. Du kannst das Bein festhalten, den linken Arm noch weit zur linken Seite am Boden öffnen. Achtung, bringe bewusst beide Beine zurück zur Mitte, Ausgangsposition. Dann greife mit der linken Hand das rechte Knie und führe deine Beine vorsichtig zur linken Seite. Den rechten Arm kannst du weit zur Seite am Boden auflegen. Letzter Atemzug und dann führe deine Beine wieder vorsichtig zur Mitte zurück und bewege dich noch einmal ganz frei, streck dich aus, mach die Bewegungen, die du jetzt brauchst, bevor wir noch für einen kurzen Moment uns ganz ruhig in Shavasana ablegen. Finde in die Shavasana-Position die Beine leicht geöffnet. Füße fallen entspannt nach außen, die Arme mit etwas Abstand neben dir, Handinnenflächen nach oben gerichtet, deine Augen geschlossen. Atme durch und genieße das absolute Nichtstun, die Regungslosigkeit und die vollkommene Entspannung.
Beginne deinen Atem zu vertiefen. Bewege deine Finger, deine Fußzehen. Streck dich einmal so richtig aus. Recke dich, gähne. Finde nach oben in einen Sitz deiner Wahl. Bringe deine Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Schließ noch einmal deine Augen. Spüre in dich selbst hinein. Schenke dir ein warmes Lächeln. Sei dir dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dich, für deinen Körper und für deinen Geist. Namaste. Vielen lieben Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, dir geht es jetzt richtig, richtig gut und du konntest von deinem stressigen Alltag ein bisschen abschalten und Ruhe finden. Ich bedanke mich, freue mich auf das nächste Mal auf der Matte, sag ciao, ciao. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne noch einen Kommentar da. Is this real?